Er beherrscht alles, der Großglockner, 3798 Meter hoch, der höchste Berg Österreichs. Wenn der Großglockner grollt, wird es ringsherum ungemütlich. Dann verhüllt der Berg seinen Gipfel mit Nebelschwaden. Dicht gedrängt stehen dann die Glocknerschafe auf den Almen zusammen und geben sich gegenseitig Schutz und Wärme. Die Schafe hier sind eine besondere Rasse und sogar von der EU anerkannt. Schutz und Wärme für die Urlauber bieten dann die bewirtschafteten Almhütten entlang der berühmten Großglockner Hochalpenstraße. Spezialität sind hier Gerichte vom Glocknerlamm, wie zum Beispiel Lamm-Leberkäse. Bei der Kälte draußen wärmt so etwas Deftiges richtig auf. Selbstverständlich kann auch auf den Almen eingekauft werden. Das Geschäft mit dem Glocknerlamm, aber auch mit Butter und Käse läuft gut. Für die Verarbeitung der Schafswolle ist sie zuständig. Auf dem Webstuhl wird ständig an einem Teppich gearbeitet. Aber auch für wärmende Westen oder Hausschuhe liefern die Schafe ihre Wolle. Dass es am Großglockner und in Heiligenblut nicht nur deftig zugeht, zeigt diese Speisekarte. Bei so einem appetitlichen Anblick, wer kann dazu schon Nein sagen? Vorausgesetzt, er ist kein Vegetarier. Die Musik kommt. Großer Aufmarsch in Heiligenblut. Es ist Kräuterweihe. Begleitet von der Trachtenkapelle ziehen die Frauen vom Trachtenverein mit ihren Kräuter- und Wiesenblumenkörben in die Kirche ein. Ein Gottesdienst für genügend Futter für die Tiere auf den Almen.